2020 ist jetzt nicht das beste Jahr, also hast nicht am besten begonnen. Das Highlight bis jetzt 2020 ist, dass der Gin da steht. Gina. Hey, yeah. Marco, bitte diesen Gina. Bitte es jeden an. Er steht jetzt hier. Marco, bitte diesen Gina. Normal, ja. Jeder kann es natürlich kaufen. Ja. Wir wollten was mitnehmen aus England und das ist genau das. Österreichische Qualität reingebracht, serbische Qualität reingebracht. Und jetzt ist es halt das Ziel, oder dass es von Wien dann überall hingeht, wo ich war. Nach London, nach Belgrad, nach Shanghai, nach Peking. Egal wo es halt die großen Standpunkte sind, dort soll es halt hin. Es ist was Gutes. Gin. Yeah. Diese 40%, was da drin steht, das sind meine Trainingsprozente manchmal. Beim Training. 40%. Das war ohne Brennen, ohne irgendwie jetzt dann Alkohol zu spüren. Aber hey, brutal, brutal drauf. Marco, bitte diesen Gina. Gina. Bitte es jeden an. Er steht jetzt hier. Marco, bitte diesen Gina. Gina. Jeder kann es natürlich kaufen. Normal, ja. Meine Lieblingsmischung, also ich bin wirklich nicht der Typ, oder der was so viel Alkohol trinkt, aber wenn ich ihn trinke, dann trinke ich ihn natürlich pur, weil man muss natürlich die Qualität und den Genuss da drinnen schmecken. Wenn du ihn mixt dann oder mit irgendeinem Tonic oder Fant oder Orangensaft, oder dann wirst du nur Orangensaft und Tonic spielen und dann Gin. Man schmeckt einiges, also ich trinke natürlich ein Gläschen. Ich glaube, jeder hier im Raum trinkt natürlich ein Gläschen. Es ist für Leute oder die was zu Hause sitzen, ein Gläschen und genießen wollen. Diesen Gin. Normal, ja. Marco, bitte diesen Gina. Gina. Bitte es jeden an. Er steht jetzt hier. Marco, bitte diesen Gina. Gina. Jeder kann es natürlich kaufen. Normal, ja. Yeah.